Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kusche und ja, in diesem Video geht es darum, dass heute ein neues Update war und wir die neue Saison von Kapitel 2, also Season 12, nicht bis Februar bekommen werden. Ich habe das gerade gelesen und dachte mir nur so, WTF? Ist das deren Ernst? Das ist wirklich deren Ernst. Ich dachte erst, keine Ahnung, dass mich irgendjemand auf Twitter verarscht, aber wenn ihr euch hier zum Beispiel auf der Epic Games Seite das anguckt, dann steht hier verlängert und von Kapitel 2 Season 1. Hallo zusammen, im neuen Jahr kommt vieles Neues dazu. Letztes Jahr hat 14 Tage Fortnite während den Feiertagen stattgefunden. Dieses Jahr haben wir noch mehr Inhalte für euch zum Auspacken, sowie neue Spielfunktionen, Gratisbelohnungen und ein Live-Erlebnis, welches ihr nicht verpassen wollt. Um uns auf diese feierlichen Updates vorzubereiten, werden wir die erste Season von Kapitel 2 bis in den frühen Februar verschieben. Bereitet euch auf den Winter vor, das Fortnite-Team. Also wie gesagt, hier steht es, dass es erst im Februar kommt, die neue Season. Und in den Files von Leakern weiß man, dass 6. Februar drin steht. Das macht auch Sinn. Donnerstag, 6. Februar. Meistens kommen ja solche Sachen am Donnerstag raus. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen geschockt, um ehrlich zu sein, weil ich dachte mir so, ja, 2, 3 Wochen und dann kriegen wir eine neue Season vor Weihnachten. Passt gut dazu. Dann kann man zum Beispiel im Weihnachts Geschäft, Battle Passes verkaufen, vor allem mit den V-Bucks-Karten und so, dass man sich zum Beispiel zu Weihnachten den neuen Battle Pass für die neue Season wünscht. Aber nee, ich weiß jetzt nicht genau, was ich davon halten soll. Eigentlich finde ich es nicht so schön, weil ich habe mich eigentlich auf eine neue Season gefreut. Ich fand die letzten 2 Seasons etwas underwhelming, sagen wir es mal so, mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein. Enttäuschend kann man auch dazu sagen, sagen wir mal enttäuschend auf Deutsch. Vor allem, was halt wirklich Challenges und so angeht. Seitdem es keine Fortnites mehr gibt, haben die Challenges echt nachgelassen. Ich meine, ob man jetzt Fortnites mochte oder nicht, das ist dahingestellt, aber ich fand auch, dass die Ingame, also die wöchentlichen Aufgaben früher besser waren. Ich fand es auch besser, wie man am Donnerstag einfach alles machen konnte und dann einen Battlestern für Tier abbekommen hat. Und ich fand auch früher Aufgaben viel besser. Zum Beispiel gab es früher so Aufgaben wie erfinde in Paradise Palms die Schatzkarte und dann im nächsten Match musst du dann die Schatzkarte angucken und das ist halt irgendwas auf der damaligen Fortnite-Karte aufgemalt und dann musst du die Stelle finden. Und solche Sachen fand ich halt echt nice. Und jetzt ist es irgendwie jede Woche so, lande dort, töte dort, öffne Kisten oder Ammo-Kisten in der und der Location, besuche das, markiere das, benutze die und die Waffe, mach Schaden mit der und der Waffe. Und ich finde das persönlich ziemlich langweilig mittlerweile. Jetzt mal dahingestellt, ob ihr Fortnite wegen Challenges spielt oder nicht, gibt es natürlich auch noch Leute, die ihre Aufgaben gerne machen. Beziehungsweise ich habe die früher um einiges lieber gemacht als jetzt. Ich finde es sehr, sehr eintönig mittlerweile und ich finde es auch wirklich schade, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was ich davon halten soll, weil auch mit einer neuen Season weiß ich nicht, ob die Challenges besser werden würden oder ob sie jemals wieder zu sowas wie Fortnite zurückkehren würden. Schaut ja irgendwie nicht so aus. Also ich bin ein bisschen gemischt, was meine Gefühle hier angeht, weil einerseits denke ich mir, neue Season, vielleicht hätten sie Challenges verbessert, aber gleichzeitig denke ich mir so, eventuell machen sie ja richtig nice Weihnachtsaufgaben. Es heißt ja hier auch, dass es neue Spielfunktionen, Gratisbelohnungen und ein Live-Erlebnis geben wird. Also dementsprechend wird es Limited Timeouts geben mit Winter, Weihnachtssachen halt. Dann mit den Gratisbelohnungen, das sind hundertprozentig wieder so 14 Tage Fortnite-Aufgaben, wo ihr halt Herausforderungen machen müsst, um dann eben Cosmetics freizuschalten. Und da hoffe ich jetzt wirklich, dass es halt dann nett ist. Mach 500 Schaden mit einer AR, sondern letztes Jahr mussten wir irgendwie so Nester suchen und so. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr wirklich auch so was Cooles ist. Also, wie gesagt, ich wollte nur das kurze Infovideo machen, dass ihr auch Bescheid wisst, weil, wie gesagt, ich bin ein bisschen überrascht gerade. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr das gut, dass die Season jetzt viel, viel länger dauert? Oder hättet ihr die neue Season lieber früher? Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst nicht, ich stream auch wirklich sehr, sehr oft auf Twitch. Heißt dort Kuschel, schaut doch mal bitte vorbei. Würde mich echt mega freuen, wenn mal ein paar Leute von meinen YouTube-Subs rüberkommen würden. Dementsprechend euch noch einen schönen Tag und bis dann.